Audacity Tutorial German, wie du mehrere Lieder hintereinander einfügen kannst. Das zeige ich dir in diesem Video, also bleib jetzt dran. Ja, nur kurz zur Erklärung, ich bin vor einem kleinen Problem gestanden. Ich wollte nämlich eine Hypnose, ein MP3, die ich mir gekauft habe, ich beschäftige mich viel mit Hypnose, da habe ich mir eben so eine Tiefenentspannungs-MP3 gekauft und das sind 6 verschiedene MP3s, die eben einzelne MP3s sind und ich wollte mir jetzt aus diesen 6 MP3s ein komplettes Audio machen, damit ich mir das auf dem MP3-Player laden kann und dass das ohne irgendwelche Probleme in einen durch abspielt. Und das hätte ich jetzt versucht mit Audacity und das war am Anfang gar nicht so einfach. Also ich habe hier tatsächlich eine Zeit gebraucht, bis ich herausgefunden habe, wie das geht. Und das möchte ich dir jetzt zeigen. Und ich möchte aber auch gleich anführen, solltest du einen einfacheren Weg wissen, dann poste das bitte auch unter dieses Video in die Kommentare. Also ich sage jetzt nicht, dass das alleinige Allheilmittel ist, was ich jetzt hier zeige, aber ich habe es anders nicht zusammengebracht und jetzt zeige ich dir, wie das geht. Also du gehst hier einfach auf Datei, öffnen und dann hole ich mir jetzt diese Tiefenentspannung MP3s. Du siehst, das sind hier 6 Stück und die kopiere ich mir jetzt hier alle und gehe auf Öffnen. Jetzt macht Audacity 6 verschiedene Fenster auf. Das dachte ich mir eigentlich, dass das einfacher geht, aber da macht sie eben jetzt wirklich 6 verschiedene Fenster auf. Das wird nach und nach hier hereingeladen und du siehst auch hier unten, dass das immer mehr und mehr Fenster werden. Ich hätte eigentlich angenommen, dass es irgendwie funktioniert, dass man ganz einfach in diese eine Spur die alle hintereinander einfügen kann, aber das geht anscheinend nicht und darum zeige ich dir jetzt diesen Weg. Es dauert jetzt hier ein wenig, bis diese 6 hier reingeladen sind, aber wir sind jetzt ohnehin schon bei Nummer 5, also gleich haben wir es geschafft. Und das ist jetzt schon die letzte MP3, das wird dann über eine Stunde dauern und das habe ich eben dann auf eine MP3. Alles was du jetzt machen musst ist folgendes, wenn du jetzt hier unten auf das Fenster klickst, dann siehst du hier von 1 bis 6 diese verschiedenen Fenster und bei 1, da möchten wir ja das aneinander rein, das scrollst du jetzt hier ganz rüber und hier gehört dann Nummer 2 hin. Dafür machst du einfach folgendes, du gehst hier wieder hier unten auf die Gesamtübersicht, klickst hier auf Nummer 2 rein, gehst auf Bearbeiten, Kopieren, dann ist das jetzt hier alles kopiert, gehst hier wieder hier unten hin, gehst zurück zu Nummer 1, klickst hier ans Ende, korrigierst das noch ein bisschen, dass du auch wirklich am Ende bist und gehst auf Bearbeiten, Einfügen. Das dauert jetzt, nein, es ging sogar schnell, jetzt ist schon Nummer 2 hier angefügt. Dann machst du dasselbe wieder, du gehst hier runter, holst dir jetzt Nummer 3, gehst wieder auf Bearbeiten, Kopieren, gehst hier wieder auf die Gesamtübersicht, zurück zu Teil 1, klickst hier wieder ans Ende, ein bisschen korrigieren, damit du hier wirklich am Ende des Teil 2 bist, Bearbeiten, Einfügen. So, jetzt dauert es tatsächlich ein bisschen. Jetzt dreht sich das Rädchen. Perfekt. Und jetzt ist auch schon Nummer 3 da. So habe ich das vorhin mit allen 6 gemacht. Geht trotzdem relativ schnell. Und alles, was du dann tun musst, damit das eine gesamte MP3 ist, du gehst hier auf Datei, Audio exportieren. Dann kannst du deinen Zielordner auswählen, vergibst dir noch einen eigenen Namen, gehst auf Speichern. Und dann kommt noch von Audacity ein eigenes Fenster, das kann ich dir eigentlich zeigen. Aber das mache ich jetzt nicht. Wenn du dann hier nochmal auf OK drückst, dann wird das wirklich exportiert. Und nach ja, wenigen Augenblicken hast du dann die gesamte MP3. So funktioniert das.
So habe ich das gemacht. Wie gesagt, falls du einen einfacheren Weg weißt, poste mir bitte unter das Video. Und das war's. Falls für dich hilfreich war, würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Hinterlass mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal für meine weiteren Videos. Das war's. Wir sehen uns im nächsten Video. Einen kleinen Moment noch. Am Ende von diesem Video habe ich noch ein tolles Geschenk für dich, nämlich meinen Videokurs Die zwei Internetgeldstrategien. In diesem Kurs zeige ich dir zwei einfach umzusetzende Strategien, mit denen du Geld im Internet verdienen kannst. Und eine dieser beiden Strategien, die ist tatsächlich so einfach, dass die jeder umsetzen kann, der fehlerfrei bis 3 zählen kann und einen Internetzugang besitzt. Alles, was du jetzt tun musst, um diesen Kurs zu erhalten, ist, klicke auf den Link unter diesem Video und fordere dir diesen Kurs kostenlos an. Mach das jetzt!